Ja, hi Leute und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Endlich gibt es von mir mal wieder ein kleines Hardware-Video und wie ich schon an anderer Stelle versprochen habe, geht es heute mal um den Atgen Manta MTL 2.0. Ich hatte ja damals schon ein Video zum ersten MTL Manta gemacht und wer kennt ihn nicht, den Manta, das war ja damals wirklich ein sehr klickstarkes Video bei mir. Es war damals ein sehr, sehr guter, geschmacklich sehr starker DL-Verdampfer. Und dann hat ja die Firma versucht, so das Thema Manta ein bisschen weiterzugehen und hat ja dann auch eine MTL-Version und einen Fertigkeuler. Und das war alles nichts mehr. Ja, also aus meiner Sicht war das alles nichts mehr. Und ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen verhalten dem Neuen jetzt hier gegenüber. Hab ihn jetzt über einen Monat. Ja, also ich habe diesen Verdampfer jetzt über einen Monat immer wieder auch nebenbei gedampft und probiert und getestet. Ja, und heute kommt das Review dazu von mir in gewohnter Ausführung. Ja, also ich ziehe mal kurz. Mit Detailansicht, mit Wickeln im Schnelldurchlauf und natürlich mit dem Nachgang. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir starten mit der Detailansicht. Bis gleich da auf dem Tisch. Hinter euch. So, here we go. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal hier in der Detailansicht an. Also zum einen habe ich jetzt hier natürlich den Manta MTL 2.0 RTA. Um den geht's ja heute. Aber ich wollte noch mal eine kleine Rückschau machen zum ersten Manta MTL, der damals so aussah und mit dem ich ja eigentlich gar nicht so zufrieden war. Der hatte hier auch ein Maß von, glaube ich, 24 mm. Hat hier nur eine untere Airflow gehabt und hat auch eine ziemlich große Verdampferkammer gehabt und hat auch den Geschmack gar nicht so gut transportiert, wie ich finde. Hat die Luft hier nur seitlich an die Coil gebracht. Ja, und war wohl so der erste Versuch von der Firma Atgen, ja, einen Manta MTL zu bauen. Aber wie gesagt, ich war damals nicht so begeistert. Dann war ich natürlich sehr verhalten hier beim 2.0er Manta, weil ich natürlich ein bisschen ernüchternd bei dem war. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Hier steht der Lieferumfang drauf. Also hier ist natürlich ein Manta 2.0 drin in schwarz. Dann haben wir Ersatzteiltütchen, eine Anleitung und hier noch so ein Coil-Tool, was ich noch nicht ausprobiert habe. Aber das ist bei den Mantas eigentlich auch immer schon mit dabei gewesen. So sieht hier diese Box aus. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung, in meinem Fall aktuell in Chinesisch und Englisch. Das Interessante, und hier könnt ihr euch vielleicht mal die Buchstaben merken, B, H, A und S, kommen wir nämlich später noch drauf zu sprechen, weil das sind nämlich die Airflow-Einstellungen, die eben durch diese Buchstaben kenntlich gemacht werden, auch am Verdampfer. Also bei B haben wir zum Beispiel hier eine untere Airflow. Da kommt die Luft nur von unten. Bei H haben wir die Airflow seitlich und von unten und das aber nur halb offen. Also da haben wir ein kleines Loch jeweils. Bei A haben wir die Luft von der Seite und von unten in der größtmöglichen Einstellung. Und bei S haben wir nur die Seite. Aber natürlich kommt das Ganze dann eben auch im Verdampfer nur an und kommt von außen so rein. Aber das zeige ich euch dann direkt am Verdampfer. Also hier wäre jetzt, sage ich mal, die Einstellung, wie es auch dann schon dieser Manta hatte, aber eben jetzt natürlich in Verbindung mit einer kleineren Verdampferkammer und so weiter. Dann hier hinten das Ganze auf Chinesisch und hier oben ist dann auch nochmal der Aufbau gezeigt, wie man ihn wickelt, bewattet und befüllt. Dann haben wir hier noch so ein Kärtchen dabei. Hier ist das Ersatzteiltütchen eben mit diesem Coil-Tool, was die Firma Atgen immer dazu packt bei den Mantas, habe ich bisher noch nicht aufgemacht. Wir haben ein Ersatzglas. Heute habe ich irgendwie von jemandem erfahren bei mir in der Live-Sendung, dass das Ersatzglas scharfkantig sein soll und sehr dünn sein soll. Also kann ich nicht bestätigen. Vielleicht hat er sich da auch vertan, derjenige. Also hier sind die Kanten abgerundet und überhaupt nicht scharfkantig und auch ordentlich dick. Also ich würde mal sagen, 1 bis 1,5 mm stark. Dann haben wir den Verdampfer hier. Habe ich jetzt schon eine ganze Weile im Einsatz natürlich. Und hier unten haben wir dann noch so eine Art Brillenputztuch. Das packt die Firma ja auch immer mit rein.
bei ihren Verdampfern. So, gucken wir uns jetzt mal den Verdampfer an. So sieht das gute Stück hier in schwarz aus. Also hier unten alles wieder goldfarben, messingfarben. Wir haben hier auch eine vergoldete Pluspolschraube. Hier unten seht ihr jetzt die Buchstaben, die ich gerade angesprochen habe. B, H, A und S. Also seitliche Airflow, untere Airflow, beide Airflows halb offen und beide Airflows ganz offen. Die Luft kommt hier durch diese Löcher rein. Also wir haben hier Öffnung von beiden Seiten. Das sieht man dann auch. Und entsprechend den Buchstaben verstellt man sich das Ganze dann hier so. Was ich sehr schön finde, ist das Design, dass hier das Glas nur so klein ist. Also dass wir nicht so ein Riesenglas haben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier oben haben wir ein 5/10er Mundstück, was auch ein gutes Mundgefühl macht, ausreichend lang ist. Dann haben wir hier natürlich einen 5/10er Anschluss, können wir auch andere 5/10er Mundstücke anbringen. Dann haben wir hier ein geschraubtes Topfelsystem, was sich dann auch sehr, sehr gut befüllen lässt. Also da gibt es gar keine Probleme. Eine Liquid Control haben wir bei diesem Verdampfer nicht. Braucht man aber auch nicht, so wie ich das in der Praxis gemerkt habe. Also eigentlich braucht man eine Liquid Control in den seltensten Fällen. Im Flieger macht das manchmal Sinn. Kann man das zumachen und dann ist man nochmal eine Nummer sicherer mit seinem Verdampfer, dass der eben im Flieger nicht ausläuft. Ansonsten, ja, 22 mm Verdampfer, also mal wieder ein schönes Maß, wie ich finde. Gerade im MTL-Bereich mag ich 24 mm Verdampfer eigentlich gar nicht so gern. Verdampferkammer viel, viel kleiner. Gucken wir uns mal an, wie viel kleiner die gegenüber dem Vorgängermodell ist. Also man sieht hier schon einen großen Unterschied in der Größe und kleinere Verdampferkammer bringt ja bekanntlich auch einen besseren Geschmack. Das war für mich hier so ein Hybrid, ja, eigentlich mehr ein DL-Verdampfer, ein sehr restriktiver DL-Verdampfer. Hier haben wir jetzt tatsächlich auch keinen sehr straffen MTL-Verdampfer, aber viel, viel besser als der erste MTL-Manta. Wir haben auch hier ein kleineres Wickeldeck und hier seht ihr jetzt mal, dass wir einmal die Luft von unten bekommen und hier durch diese Löcher eben von der Seite. Da gibt es eben diese zwei Löcher auf diesen beiden Seiten. Dann haben wir hier Schlitzschrauben zum Befestigen der Drähte. Das ist alles ziemlich gut gemacht. Pluspolschraube kann man hier komplett auch entfernen. Ich zeige euch mal, wie die Luft dann seitlich kommt. Und zwar haben wir dann hier ein Loch und das ist natürlich auch von unten durchgebohrt. Und für die Luft von unten haben wir hier in der Pluspolschraube zwei Löcher drin. Genau, und dann geht hier die Luft eben durch und kommt dann seitlich an die Coil. Und jetzt baue ich das Ganze mal wieder so zusammen. So, zack. Pluspol ist natürlich nicht einstellbar, weil der hält hier komplett den einen Post fest. Ja, und das war es eigentlich hier auch schon. Das ist der ganze Aufbau von dem Verdampfer. Dann können wir hier noch das Glas entfernen, ne, können wir wechseln, wenn wir wollen. Musste ich bisher nicht tun. Ja, und wie ihr seht, ein schöner kleiner Verdampfer. Ja, und dann würde ich sagen, im nächsten Schritt wickle ich euch den mal ganz schnell im Schnelldurchlauf eben. Und dann sehen wir uns im Nachgang nochmal, quatschen nochmal hier über den Manta MTL 2.0 und dampfen ihn dann mal. Also bis gleich. We'll be right back.
da bin ich auch schon wieder. Ihr habt jetzt mal das Wickeln im Schnelldurchlauf wieder erlebt. Hat den Hintergrund, dass ich versuchen will, die Videos natürlich auch nicht allzu lang werden zu lassen. Ja, ich hoffe, ihr habt alles gesehen. In der Detailansicht hat man gesehen, dass die Wattelöcher ziemlich klein sind. Ja, aber für MTL völlig ausreichend und bis 70-30 Liquid würde ich hier empfehlen. Und das funktioniert auch. Also das geht auch. Ich habe auch die Liquids hier mit 6 Milligramm und 70-30 angemischt. Und von daher weiß ich, dass es funktioniert. Höher würde ich aber nicht gehen. Da sind die Löcher doch dann eher schon ein bisschen kleiner. Und mir persönlich fehlt dann sowieso auch der Flash, wenn gar kein Pegel mehr vorhanden ist. Ja, wir haben hier eine sehr interessante Airflow, wie ihr ja in der Anleitung gesehen habt. Also ein bisschen anders, als wie andere es tun. Wir haben hier einmal die Luft von der Seite in den Post und wir haben die Luft von unten. Und wir haben 4 Möglichkeiten, unsere Luft zu verstellen. Ich glaube, das macht den Verdampfer auch so ein bisschen einzigartig. Also ich würde mal sagen, das wäre auch sein Alleinstellungsmerkmal bei der Vielzahl an Verdampfern, die wir haben. Wir haben hier verschiedene Positionen. Wir haben die Luft von unten, wir haben die Luft von beiden Positionen, halb und einmal auf. Und dann haben wir eben die Luft von der Seite. Ich habe da viel rumgespielt mit der Zeit und ich habe festgestellt für mich, dass diese H-Einstellung geschmacklich am besten ist. Was mich anfangs ein bisschen genervt hat, ist, das war zu der Zeit, als ich den Flashy gedampft habe mit der 0,9er Schraube. Da war ich einen sehr straffen Zug gewohnt und das Problem war für mich, dass ich erst in der Wahrnehmung das als unangenehm empfand, dass der sehr offen war. Also hier, der erste Manta, der war ja nix, also der MTL-Manta, den fand ich gar nicht gut, da kam auch kein guter Geschmack irgendwie zustande. Der ist auch gerade überall im Ausverkauf, habe ich gesehen, den kann man teilweise schon für 18 Euro ergattern. Dieser hier, der kostet oder der ist mit 30 Euro circa gelistet, ist auch ein guter Preis, aber hier passt für mich insgesamt das Gesamtpaket auch mehr, weil es ist ein 22 mm Verdampfer, es ist ein kleiner Verdampfer, was ich noch nicht erwähnt habe, dass er ein Tankvolumen von 2 Milliliter hat, ja, und ja, die H-Einstellung ist im Prinzip die Luft von der Seite und von unten in halboffener Größe, ja, also zumindest so, wie es in der Bedienungsanleitung steht und das passt mir am meisten. Es ist kein sehr straffes MTL, es ist schon etwas leichter, aber von meiner Definition her würde ich noch dieses als MTL-Dampfen bezeichnen. Ich gehe mal hier auf die B-Stufe, wir gehen mal die ganzen Stufen durch. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Da pfeift er ein bisschen. B war die Luft von unten. Nur von unten, finde ich, ist er geschmacklich eigentlich am flachsten von allen Einstellungen. Und es kommen leichte Pfeifgeräusche, die mir nicht gut gefallen. Habe ich auch ein bisschen mit rumgespielt, komme ich irgendwie nicht von weg, von diesen Pfeifen. Also das Pfeifen macht er zum Beispiel auch ohne Coil drinne. Dann jetzt die H-Einstellung. Für mich vom Zug her am angenehmsten. Dann die A-Einstellung, also das, was H bietet, bloß ein bisschen offener, also doppelt so viel Luft sozusagen. Kann man schon fast als restriktives DL dampfen. Also mit halb offenem Mund, wo man noch so Nebenluft reinzieht, dass man es direkt auf Lunge runterkriegt. Und jetzt S ist nur die Luft von der Seite. Haben wir auch wieder ein leichtes Pfeifen mit. Ja, also das wäre wirklich so ein Kritikpunkt, dieses Pfeifen in diesen Positionen. Nicht in allen Positionen, aber eben in diesen Positionen ist ein Punkt, den ich gar nicht gut finde. Aber in der Einstellung, die ich halt bevorzuge, in der H-Einstellung hat er dieses Pfeifen nicht. Also das finde ich dann wieder okay, weil das auch die Einstellung wäre, mit der ich dann dampfen würde. Ja, geschmacklich ist er auf jeden Fall ein Vielfaches besser als der erste Manta. Und ja, was kann man abschließend sagen? Also für mich ist er immer noch nicht rund.
Ja, für mich ist er immer noch nicht zu 100% rund. Da hätte man das Pfeifen noch in diesen zwei Einstellungen wegbekommen müssen. Sonst wäre es super gewesen. Das ist eigentlich auch so ziemlich dann der Kritikpunkt. Ansonsten, mir gefällt das schlichte Design. Mir gefällt das robuste Design, also dass wir wenig Angriffsfläche fürs Glas haben. Das mag ich ja auch an meinem Flashy Vapor so, der hier jetzt gar nicht gerade rumsteht. Aber ich mag ja zum Beispiel auch so Tankshields, ne, wo das Glas ein bisschen geschützt ist und so. Also ich mag keine Verdampfer mit viel Glasfläche, weil wenn die mal umkippen oder mal runterfallen, dann ist es eigentlich vorprogrammiert, dass das Glas schnell kaputt geht. Also das mag ich hier bei dem Verdampfer. Ich finde die Airflow-Einstellung innovativ, dass man sich hier tatsächlich mal überlegt hat, wie kann man das Thema lösen auf die eigene Art und da nicht irgendwie nach links und rechts geguckt hat und einfach was kopiert hat. Also das finde ich schon gut. Ja, und insgesamt preis-leistungstechnisch passt das Ganze auch. Geschmack ist für mich auch gut. Ja, also da kann ich überhaupt nicht meckern. Also der bringt einen guten Geschmack. Bedingt durch die kleine Verdampferkammer würde ich jetzt hier mal behaupten, dass man daraus wirklich gelernt hat aus dem ersten Manta MTL und hier das ganze Thema kleiner gemacht hat und nicht einfach nur einen Verdampfer genommen hat und versucht hat, die Airflow kleiner zu machen, sondern dass man eben viele Komponenten verändert hat, wie eben auch die Verdampferkammer, was ein ganz entscheidender Punkt ist. Wickeln lässt er sich leicht, kann man nicht meckern. Was man theoretisch auch machen könnte, ist, dass man mit gefülltem Tank nochmal sich die Coil anschauen kann, wenn irgendwas nicht stimmt. Und da unten seht ihr jetzt vielleicht die kleinen Liquid-Löcher, wo dann eben das Liquid aufgenommen wird. Also es ist sehr, sehr leicht zu wickeln, eigentlich auch für Anfänger geeignet, wenn man hier die Watte locker reinlegt in die großen Wattetaschen. Da gibt es eigentlich keine Probleme. Ja, und insgesamt, ja, so ist mein Eindruck. Ihr habt es jetzt gehört. Daumen hoch und als einwandfreies Produkt will ich den nicht bewerten, aber wenn man ihn auf der Einstellung nutzt, wie ich das jetzt hier mache, in der Konstellation mit so einer Coil, dann finde ich ihn tatsächlich gut. Ja, dann finde ich ihn tatsächlich gut. Und dann ist das kein schlechter Verdampfer. Ja, wer mit dem Pfeifen leben kann, es gibt ja auch einige, die können damit leben, dass ein Verdampfer ein bisschen pfeift, dann ist das auch okay. Aber wie gesagt, geschmacklich und vom Zugverhalten am besten finde ich ihn eben auf der H-Einstellung. Auf der A-Einstellung bringt er auch einen guten Geschmack. Auf der S-Einstellung bringt er auch einen guten Geschmack eigentlich rüber. Nur auf der B-Einstellung ist er insgesamt ein bisschen flacher. Gut, dann habt ihr meine Eindrücke erfahren. Ich dampf noch mal. Und dann hoffe ich wie immer, hat euch dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst vielleicht mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr was zu sagen habt, schreibt es unten ins Kommentarfeld. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei euch zu verabschieden. In diesem Sinne, ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.